sein Selbstvertrauen verloren. Wollt ihr mir erklären, wieso plötzlich einer meiner talentiertesten Schüler wie ein löchriger Ballon fliegt? Das ist eine lange Geschichte, aber wir klären das. Ja, solltet ihr auch. Wir haben das echt vermasselt, oder? Ich habe einen Plan. Hey, Sky. Ich dachte mir, dass ich dich hier finde. Tja, offenbar muss ich noch eine Menge trainieren. Ich bin anscheinend wohl doch kein Naturtalent. Nein, bist du nicht. Danke, sehr motivierend. Ich wusste auch nichts über Freundschaft, aber mit etwas Übung und der Hilfe meiner Freunde wurde ich besser. Und jetzt bin ich die Prinzessin der Freundschaft. Willst du damit sagen, ich kann die Prinzessin des Fliegens sein? Weißt du, du bist richtig gut. Du hast Anführerpotenzial. Das ist nett von dir, aber nein. Ich stehe nicht auf so viel Aufmerksamkeit. Aber du wirst nie eine Wonderbolt, wenn du Angst hast zu glänzen. Und das willst du doch, oder? Naja, anfangs nicht. Ich wollte nur bei Sky sein. Aber nachdem du mit mir diese tollen Tricks geübt hast, habe ich gemerkt, dass ich das auch selbst erreichen will. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Komm mit mir. Was macht sie denn hier? Sky, Vapor wollte dir deinen Platz nie streitig machen. Sie dachte, sie würde dir helfen. Und Vapor, hör damit auf, immer so bescheiden zu sein. Also, ihr könnt jetzt immer weiter streiten oder euch unterstützen. Und beide zwei der besten Flieger werden, die die Wonderbolt Academy jemals gesehen hat. Bitte die zweite Option, nicht, dass Spitfire mit mir schimpft. Du dich konzentrieren, dann fliegst du nach der Wolke gerade. Glückwunsch! Ihr habt es beide in die Wonderbolt Academy geschafft. Euer Plan hat wohl funktioniert. Die zwei haben viel Potenzial. Wer weiß, sie sind vielleicht sogar besser als du, Crash. Okay, jetzt lass uns aber die Fantasie mal im Zaum halten. Ich wollte euch nur informieren, dass ihr beide meine neuen Lieblingsponys in Equestria seid. Hey, das hab ich mitgekriegt! Unfassbar, wir haben's geschafft! Du warst klasse. Du fliegst zwar besser als ich, kannst aber immer mein Flügelpony sein. Oh, und du kannst meins sein. Schön zu Hause. Musst du mir nicht sagen. Jetzt lesen wir endlich zusammen Daring Do. Oder ich mache Apfelsaft mit Applejack. Dash! Ich habe dich schon überall gesucht. Ein Wonderbolt-Notfall. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Ich war doch gerade erst dort.
Ah!